Dann machen wir hier noch ein paar hin. Hier noch ein paar hin. So. Jetzt machen wir schneller. Null gebordet, das ist natürlich nicht gut. So, noch sind sie ja blöd. Was gibt's noch an Info? Lautsprecheranzeige. Eine große Infoanzeige mit weitaus größerem Radius. Fluginfopassagiere benötigen oftmals Hilfe, um den Weg zu finden, um ihren Flug rechtzeitig zu erwischen. Okay. Aha, jetzt seid ihr irgendwie nicht mehr blöd, oder wie? Ah, wir übertreiben vielleicht ein wenig, aber irgendwie sind die ja so blöd. So, wie schaut's jetzt aus? Wann sollst denn du wieder gehen? Du stehst auf A11. Auf A11. Und wir haben 15.30 Uhr. 16 Uhr sollst du wieder fliegen. Nee, das ist noch der Flug. Das ist 47:14. Ach du Scheiße. Oh, und wenn ich mir das jetzt anschauen lasse. Wieso verteilt ihr euch? Alter. Ihr seid schon ein bisschen blöd, oder? Abflug erzwingen. Ja. Machen wir das mal bei allen. So.
Und jetzt habt ihr im Grunde alle euren Flieger verpasst. Geplanter Abflug um 10 plus 347 ist ja wie schon fast wie bei der Deutschen Bahn. So, was habe ich jetzt nochmal als Abflug und als Ankunft? Die 3 sind Ankünfte und die 2 dort oben sind Abflüge. Okay. Ja, oder wir packen die Security Area hier oben rein. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Na, ich habe gelernt, wir müssen dann immer eins überziehen, so. Wenn wir jetzt hier oben uns ein Security Area reinmachen. So. Wieso sind immer noch so viele Leute hier drin? Ja, bring mal die ganzen Passagiere hier weg. Warum kommen dann da neue? Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Boarding beginnt in Wieso verschwindet ihr denn nicht? Alter, das wird immer... Oh Gott.
Erklär mir mal, warum wartet ihr hier unten? So, da kommt die Hausmeister. Machen wir dann noch mal ein bisschen größeren Bereich für den Abfall. So. Ich verstehe es nicht, warum. Warum wartet ihr hier unten? Ich kann mich noch an irgendwas erinnern, dass manche die jetzt hier durch den Körperscanner gegangen sind, dass die dann nochmal durch müssen, weil er gepiepst hat oder weil er angeschlagen hat. So, die Frage ist, ob das nur ob das nur daran liegt oder ob wir noch was anderes benötigen. Ja. Personaleingang. Oh. Was wäre denn, wenn ich jetzt sage, das hier? So, was passiert dann? Passiert gar nichts. Wo wollten ihr alle hin, Mensch? Wieso wartet ihr denn da unten? Ich versteh's nicht. Altimeter 3011, altimeter 3011, all departures contact claims. I'm a one.
Ich bin, glaube ich, zu blöd irgendwie für das Spiel mittlerweile. Ich werde mal ein bisschen offline weiter probieren und dann würde ich mich wieder melden mit dem Spiel. Ja, ich glaube, wir überziehen das ein bisschen mit Good Old Times, weil das würde mich echt interessieren, weil ich möchte hier gern einen funktionsfähigen Flughafen hier haben. Ich gucke mir mal ein paar Videos an und so weiter. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Resttag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.